Wir haben Mitte Juli bis Mitte August irgendwann diesen Zeitraum. Und wir bereiten uns jetzt auf die Spätsommerpflege vor. Wir müssen die Völker vorm Winter ja noch gegen Varroa behandeln, auffüttern und auch möglichst noch Wabenhygiene machen. Und als allererstes kommt natürlich, wir möchten den Honig raushaben. Das kann man sich sehr mühselig gestalten, indem man die Waben einzeln rauszieht und alle abfegt. Das ist aber gerade jetzt um diese Jahreszeit, Juli, August, mit ziemlichen Unbillen verbunden, weil die Räuberbienen schon alle unterwegs sind. Und man kann gar nicht so schnell abfegen, wie die Räuber schon wieder drauf sitzen. Und meist endet das in einem Gemetzel, in dem der Imker auch noch gestochen wird. Deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Konstruktion. Das ist eine Bienenflucht, einfach ein simples Brett, was man so fertig kaufen kann oder sich auch besorgen ansonsten. Das hat unten ein Plastikteil. Und wir haben so ziemlich alles ausprobiert, was auf dem Markt ist. Da gibt es ja so runde Plastikteile und sternförmige. Und das hier ist das, was mit Abstand am besten funktioniert, habe ich den Eindruck. Die anderen gehen schon auch, aber da dauert es etwas länger. Hier setze ich die Bienenflucht unter und in der Regel nach einem halben Tag schon sind die Bienen aus dem Honigraum alle hier reingelaufen und hier rechts und links raus. Und keiner weiß, warum sie nicht zurückgehen. Sie könnten eigentlich zurück, aber sie gehen nicht mehr zurück. Auf jeden Fall ist auf diese elegante Art und Weise der Honigraum bienenfrei. Ich stelle mein Auto daneben, ich nehme den Honigraum ab und packe es einfach ins Auto. Keine Räuberei, kein Hauen, Stechen, kein Heben, kein Fegen etc. Wunderbar elegant. Als erstes muss man natürlich schauen, dass der Honig auch tatsächlich reif ist. Und da nutze ich mal eine Randwabe. Ein bisschen räuchern. Jetzt bin ich auch froh, dass ich die Kisten nicht so hoch aufgestellt habe, sonst käme ich hier gar nicht mehr rein. Ich nehme mal eine Randwabe. Boah, lange nicht mehr dran gewesen. Ja, hier ist ein bisschen offener Honig. Da nicht. Also ist diese Innenseite die optimale. Ich mache die Spritzprobe. Kommt nichts raus. Also ist der Honig reif. Klappe zu. Jetzt setze ich die Bienenflucht unter. Die Bienenflucht funktioniert nur, wenn man auch ein Absperrgitter verwendet. Ansonsten wäre die Königin auch im Honigraum auf den hellen Waben, würde Brut anlegen. Und auch wenn die Königin gar nicht mehr im Honigraum ist, die Waben, die schon mal bebrütet waren, reichen, um die Bienen im Honigraum zu binden. Eine Bienenflucht funktioniert dann nicht mehr. Da muss man alles einzeln rausziehen und abfegen. Ich habe aber keine Brut im Honigraum, auch nie gehabt. Das sind helle, unbebrütete Waben. Ich setze ab. Dort ist voll. Aufs Absperrgitter setze ich einfach die Bienenflucht drauf. Und dann hebe ich das Ganze wieder drauf. Boah. Die Folie drauf. Innendeckel, Blechdeckel. Nach einem halben Tag bis spätestens einem Tag komme ich wieder. Länger sollten die Waben oben nicht darben müssen, weil sie ohne Bienen wieder Wasser ziehen oder wenn es sehr heiß ist, anfangen zusammenzubrechen. Also einfach nach einem halben bis einem Tag wiederkommen. Honig ist ja reif und dann ernte ich einfach. So einfach geht die Honigernte mit der Bienenflucht. Gestern um diese Tageszeit haben wir die Bienenflucht unter unseren zu erntenden Honigraum gesetzt. Jetzt sollten die Bienen überwiegend nach unten gegangen sein und der Honigraum bienenfrei. Tada! Gut, es sind ungefähr 10 Personen noch drin, aber der Rest ist tatsächlich weg. Wunderbar. Jetzt kann ich den Honigraum einfach abnehmen und in meine Schubkarre oder mein Auto laden und nach Hause fahren. In der Regel lasse ich die Bienenflucht erstmal drauf, weil ich meistens keinen Smoker dabei habe und keine Lust habe, mich jetzt mit den Bienen da unten auseinanderzusetzen. Denn ich habe ja vor, den leer geschleuderten Honigraum für meine weitere Spätsommerpflege
in 2-3 Tagen wieder herzubringen. Und dann geht es weiter mit der Spätsommerpflege.